aus Alt mach neu. Hinter uns ein riesengroßer Schrotthaufen und was aussieht wie ein Schrotthaufen, war mal ein stolzes Kaufhaus, die Ringkolonnaden Nord, Ende der 80er Jahre erbaut, viel genutzt, sehr beliebt, aber zu Beginn der 90er Jahre standen die Räume dann lange leer. Wir haben als Bezirk viel versucht, ob kulturelle oder soziale Nutzung, nichts ist wirklich gelungen, sodass wir jetzt mit der DGWO, mit den Anwohnerinnen und Anwohnern gemeinsam ein Wohnkonzept entwickelt haben. Es werden hier 126 neue Wohnungen entstehen, aber eben auch mit Gewerbeeinheiten, mit Gewerberäumen, wo vieles davon stattfinden kann, was den Menschen hier lieb und teuer geworden ist, ob es das Orthopädie-Schuhgeschäft ist oder eben auch der Gewerkschaftstreff von Verdi, der dann in die neuen Räume einziehen kann. Aber mit den neuen Wohnungen wollen wir zugleich den Stadtplatz hinter uns wieder entwickeln. Ein Springbrunnen, der schon seit vielen Jahren tot ist, soll wiederbelebt werden. Es werden Bänke hingestellt werden, es werden barrierefreie Zugänge gestaltet für unsere Seniorinnen und Senioren, aber eben auch ein neuer Spielplatz wird gebaut werden für die Kinder, die wir dann hoffentlich hier in großer Zahl wieder haben werden in den neuen Wohnungen. Man kann also sagen, aus Alt macht Neu, aus Ringkolonnaden Alt entstehen Ringkolonnaden Neu. Ich freue mich drauf.